So häufig vor, dass wir Journalisten auf das Recht zur Akteneinsicht pochen müssen. Im Fall des umstrittenen Polizeieinsatzes im Hambacher Forst war es so. Da half nur das Informationsfreiheitsgesetz. Wir wollten wissen, ob einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte des Landes vor einem Jahr tatsächlich nur zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes diente oder machte sich das Innenministerium zum Erfüllungsgehilfen von RWE, was der Innenminister abstreitet. Viele Fragen, ein großes Puzzle, ein paar Teile konnten wir ins Bild fügen. Der Polizeieinsatz vor einem Jahr im Hambacher Forst. Wem hat er wirklich gedient? Welchen Zweck hat er verfolgt? Die Antwort ist ein Puzzlespiel. Der grobe Rahmen ist seit langem bekannt, aber so langsam fügt sich ein Teil zum anderen. Das Bild wird klarer. Vor 2 Monaten haben WDR-Reporter unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz Einsicht in die Akten der beteiligten Ministerien verlangt. Erst nach dem Überschreiten mehrerer Fristen und juristischem Druck stellt die Landesregierung diese Dokumente zur Verfügung. 23 Ordner. Auch die Landtagsabgeordneten dürfen die Akten im Innenministerium einsehen. Für den Hausherrn ein Zeichen vollständiger Transparenz. Dass wir überhaupt die Akteneinsichtnahme zulassen, ist ein außergewöhnlicher Vorgang, der beispiellos ist. Den hat es noch nie gegeben, da gibt es auch keine Rechtsgrundlage. Das haben wir freiwillig gemacht, weil es einfach klug ist. Weil ich immer gesagt habe, auch in den letzten Wochen, es ist klüger, transparent zu sein, als das nicht zu tun. Transparent? Die Opposition kommt nach Durchsicht der Akten zu einer ganz anderen Bewertung. Es gibt keine chronologische Abfolge der Akten. Es sind viele Aktenteile geschwärzt. Es fehlen Anhänge, es fehlen Präsentationen. Das heißt, die Transparenz, die versprochen wird, findet hier überhaupt nicht statt. Es ist schon sehr auffällig, dass sämtliche Vorlagen an die Ministeriumsspitze, also an den Minister oder Staatssekretär, fehlen. Die sind in den Akten nicht vorhanden. Ich habe ja selbst mal 7 Jahre lang ein Ministerium geleitet. Eine solche Aktenführung habe ich damals nicht kennengelernt. Und doch wird beim Studium der Unterlagen eines deutlich. RWE und die Landesregierung hatten das gleiche Ziel und arbeiteten gemeinsam daran, den Wald vor der Rodung freizuräumen. Ein Puzzleteil kommt jetzt zum anderen. Am 16.07.2018 trifft Innenminister Reul ein Vorstandsmitglied von RWE Power. Ein Protokoll dazu fehlt in den Akten. 10 Tage später findet eine Besprechung zwischen Mitarbeitern des Innenministeriums und von RWE statt. Es werden konkrete juristische und technische Absprachen zur Rodung des Waldes getroffen. Mit Verweis auf Vereinbarungen der Chefs 10 Tage zuvor. Wie viel Security, wie viele Maschinen, wie lange soll der ganze Einsatz dauern? Das Land macht RWE dazu klare Vorgaben. Das alles, bevor eine Entscheidung über den Räumungsantrag des Konzerns überhaupt vorlag. Merkwürdig? Vor einigen Wochen hat der Innenminister im Landtag noch jegliche Absprachen mit dem Konzern bestritten. Andere Dokumente fehlen in den Akten, obwohl weitere Besprechungen zwischen RWE und den Ministerien stattgefunden haben. Stattdessen finden wir in einem Schreiben den Vermerk über ein bevorstehendes Gespräch zwischen Innenminister Reul und dem RWE-Vorstand. Zitat: Das Protokoll wird auch in diesem Zusammenhang als problematisch angesehen. Warum? Reul reagiert gelassen auf den Vorwurf, die Akten wiesen Lücken auf. Es gibt Sachen, die ich kommuniziert habe, die da nicht drin sind, weil ich zum Beispiel mit Ihnen Interviews gegeben habe. In den Unterlagen befindet sich lediglich eine E-Mail von Ihnen selbst, die Sie weitergeleitet haben. Gibt es keine weiteren E-Mails von Ihnen in Bezug auf den Hambacher Forst? Kann ich Ihnen so nicht beantworten, kann ich auch nicht ausschließen. Dass der Polizeieinsatz zur Räumung des Waldes öffentlich kritisch hinterfragt werden könnte, ist den Mitarbeitern in den Ministerien offenbar bereits im Vorfeld klar. So heißt es im Protokoll einer Besprechung, man sehe die Gefahr, als Handlanger von RWE auch in den Medien dargestellt zu werden. Bilder wie diese, tagelang in den Medien, das wollte Herbert Reul unbedingt vermeiden. Deshalb plante er, den Wald schon vor dem Rodungstermin zu räumen. Die Polizei sei im Gegensatz zu RWE dafür allerdings nicht zuständig. Deswegen forderte er in diesem Brandbrief massiv die Unterstützung seiner Ministerkollegen. Im Hinblick auf weitere Planungsgespräche schrieb er:
Ich hoffe, dass dann alle Teilnehmer konstruktiv aufgestellt sind und ihre originäre Zuständigkeit sehen, beziehungsweise im Rahmen ihrer Aufsicht auf die originäre Zuständigkeit der zuständigen Behörden hinwirken werden. Die Idee? Räumung mit der rechtlichen Krücke Brandschutz. Dafür mussten allerdings das Bauministerium und die Kommunen mit aller Macht auf Linie gebracht werden. Der Widerstand der anderen Behörden lässt sich in den Akten minutiös nachvollziehen. Treffen um Treffen, Schreiben um Schreiben. Am Ende aber machen alle mit. So wird das Puzzle immer vollständiger. Aber weil vieles in den Akten fehlt, bleiben einige Ecken noch offen. Nicht unwahrscheinlich, dass ein Untersuchungsausschuss die letzten Teile noch zusammenfügen muss. Und noch zwei frische Puzzleteile. Laut Landesregierung wurden zu den beiden Chefgesprächen zwischen Reul und RWE gar keine Protokolle angefertigt. Und man gehe davon aus, dass die Unterlagen aus dem Innenministerium vollständig seien. Bei der Recherche von Fakten hilft also ab und zu tatsächlich ein Gesetz. Beim Abklopfen von Karrierewünschen von Politikern hilft nur hartnäckiges Fragen. Immer und immer wieder. Bei einer